Hallo und herzlich willkommen hier bei mmosum.de. Ja, wie ihr seht, war ich gestern eine der Glücklichen, der einen Hearthstone-Beta-Key ergattert hat und werde zusammen mit euch meine ersten Erfahrungen sammeln und werde dazu auch das Game direkt mal starten. So, ich habe das Spiel gestartet, Hearthstone Heroes of Warcraft Beta. Mal sehen, was passiert. Ja, zum Starten klicken, das werden wir mal machen. Und warten mal ab, ob wir das Tutorial... Ja, sieht so aus, als kommen wir direkt in das Tutorial. Kostenlose Karten, die nehmen wir gerne. Jaina Proudmoore. Oh, ein neuer Herausforderer. Es ist Jaina Prachtmeer, die Magierin. Ja, scheinbar dürfen wir als Jaina Proudmoore erstmal eine Runde gegen Hogger spielen. Besiegt Hogger, spielt Dina aus und benutzt sie, um Hogger anzugreifen. Verursacht genug Schaden, um ihr und ihr gewinnt. Ja, dann mal los. Er spielt einmal eine Karte, die zwei Angriffspunkte hat und einen Lebenspunkt hat. Ja, ich habe hier nur eine Karte zur Auswahl, das heißt Murloc-Räuber, den spiele ich jetzt einfach mal. Hat auch zwei Schaden und ein Leben. Drücken wir mal fertig. Er greift mich direkt an und fügt mir somit zwei Schaden zu. Ja, falls euch das Leben ausgeht, verliert ihr. Das ist natürlich logisch. Hab nochmal eine Diener-Karte mit zwei Mana-Kristallkosten und drei Angriffe und zwei Leben. Spielen wir die einfach mal aus. Können mit der jetzt aber nichts machen in dieser Runde, da sie erstmal eine Runde warten müssen. Dieser Diener wurde in der letzten Runde gespielt, mit dem kann ich jetzt angreifen. Könnte jetzt Hogger direkt angreifen. Oder aber den Gnoll, wie es mir vorgeschlagen wird. Das mache ich einfach mal. Ja, er stirbt, meine Karte stirbt. Da er mehr Schaden macht, als ich Leben habe. Und ich mehr Schaden mache, als er Leben hat. Drück jetzt hier auf Fertig. Warte darauf, was Hogger tut. Er spielt zwei Gnolle. Na gut. Zwei Karten? Er hat wohl eine aufgespart. Soll ich einen Gnoll angreifen oder Hogger selbst? Kann jetzt hier die nächste Karte spielen, ein Flusskrokolisk. Zwei Schaden und drei Leben. Könnte jetzt die Gnolle töten, könnte jetzt aber auch Hogger direkt anwählen und somit ihm direkt Schaden zufügen. Das mache ich jetzt einfach mal. Und Hogger hat jetzt nur noch sieben Leben. Bin jetzt fertig. Und Hogger tötet seine beiden Karten, um eine Karte von mir zu töten. Na gut. Ich kann entweder den Riesengnoll ausschalten oder seinen Meister angreifen. Ja. Er spielt jetzt hier eine Karte mit fünf Angriff und zwei Leben. Die könnte ich natürlich mit zwei Angriff besiegen, werde meine Karte dann allerdings auch verlieren. Oder ich könnte ihn direkt angreifen. Aber da ich nicht möchte, dass er 5 Schaden an mir zufügt, ja, werde ich einfach seine Karte zerstören. Beziehungsweise seinen Diener, der auf dem Board liegt. Oha. Eine Zauberkarte. Sie kann nur einmal verwendet werden, also sollte ich sie überlegt einsetzen. Ja gut. Feuerball verursacht 6 Schaden, kostet 4 Mana-Kristalle, ich habe 5. Wähle Hogger an. Er hat noch ein Leben. Hab aber hier noch meinen Raptor, der noch nicht gekämpft hat in dieser Runde. Und schon seit der letzten Runde liegt. Also kann ich ihn verwenden und töte Hogger. Ja. Und hab erstmal gewonnen. Sieg, hooray. Klicken, um fortzufahren. Machen wir mal. Belohnung. Hab jetzt arkane Intelligenz. Zieh 2 Karten.
Ja, gut. Zurück ins Verlies mit euch, Hogge. Die Reise beginnt. Okay, jetzt müssen wir gegen Milhouse Mana Sturm spielen. Ja, machen wir das doch. Jaina gegen Milhouse Mana Sturm. Milhouse Mana Sturm. Ja, setzt euer Mana effizient ein, um diesen nervtötenden Gnom zu vernichten. Ich werde mein Bestes tun, natürlich. Meine Starthand sieht schon mal nicht schlecht aus. Kann jetzt hier entweder direkt fertig drücken, wenn ich keine Karte hätte, die nur einen Mana kostet. Oder jetzt hier den Morlock-Räuber spielen, der nur einen Mana kostet. Bin jetzt hier fertig. Und der gute Milhouse ist dran. Ja, dann warten wir doch mal, bis er ein wenig mehr Mana hat. Haben jetzt zwei Mana-Kristalle, das bedeutet, ich kann meinen Raptor spielen. Und kann noch mit meinem Murloc einmal angreifen. Und die Runde ist für mich quasi vorbei, da ich nichts weiter machen kann. Keine Explosion, oha. Ich könnte jetzt hier meinen Schlachtzugsleiter spielen. Eure anderen Diener haben plus einen Angriff. Das würde bedeuten, mein Raptor hat vier Angriff. Könnte aber auch Arkane Intelligenz benutzen, um zwei Karten zu ziehen. Das werde ich jetzt hier auch mal machen, da ich mal gucken möchte, was noch so für Karten kommen. Kann hier nochmal mit meinem Raptor angreifen, die Runde. Und bin fertig. Da das Spielfeld hier so lustig benutzt werden kann, sage ich mal. Könnt ihr hier zum Beispiel das Lagerfeuer anmachen, das finde ich sehr witzig. Oder hier der guten Figur das Auge rauspicken. Aber zurück zum Zug. Nicht, dass ich hier noch verliere. Habe jetzt vier Mana-Kristalle, könnte ihm entweder direkt sechs Schaden verursachen. Oder zweimal den Schlachtzugsleiter. Nee, einmal den Schlachtzugsleiter spielen oder zweimal einmal den Blutkrokolisten. Blutsumpfraptor und einmal den Flusskrokolisk. Oje, oje. Diese Namen. Spiele jetzt die zwei Karten. Und bin fertig. Wartet nur, bis ich 10 Mana habe. Ich soll warten, bis er 10 Mana hat. Hoffentlich dauert dieses Spiel nicht allzu lange. Hey, ich will unbedingt diese Karte ausspielen. Fügt allen feindlichen Dienern einen Schaden zu. Er hat keine feindlichen Diener, deswegen wäre diese Karte ja nutzlos. Die Arkane-Explosion benutze jetzt hier mal. Den Schlachtzugsleiter. Jetzt haben meine anderen Karten jeweils einen Angriff mehr. Gut, dass ich mit denen noch nicht angegriffen habe. Das kann ich dann jetzt tun. Und füge ihm insgesamt 7 Schaden zu. Er hat nur noch 8. Und ich drücke einfach mal auf Fertig. Da ich nichts Nützliches mehr weitermachen kann. Oha, Feuerball. Tötet damit meinen Schlachtzugsleiter. War vielleicht nicht ganz so klug von ihm, denn Feuerball macht 6 Schaden und mein Schlachtzugsleiter hatte nur 2 Leben. Das ist dann ein wenig, ja, Overkill, sag ich mal. Ich werde jetzt hier nochmal meinen Schlachtzugsleiter spielen. Greif hier nochmal an. Er hat jetzt noch 1 HP übrig. Hätte ihn aber auch schon besiegen können, wollte ich aber noch nicht.
Er tötet erneut mit einem Feuerball meinen Schlachtzugsleiter. Ist ja nett von ihm. Gut, ja. Jetzt machen wir ihn einfach mal fertig hier mit dem Feuerball. Und schon ist auch Milhouse Mana Sturm besiegt. Yay! Klicken, um fortzufahren. Und wir bekommen Ingenieurslehrling Kampfschrei zieht eine Karte. Gut. Als nächstes dürfen wir den Lehrensucher Cho herausfordern. Machen das auch noch direkt. Wenn Diener sich bekämpfen, dann erleiden beide Schaden. Ja, das haben wir ja bereits bemerkt. Kämpfen wir ja schließlich gegeneinander. Zeigt mir, was ihr gelernt habt. Ich werde euch nicht schonen. Gut, gut. Wieder den Murloc-Räuber als erstes. Ich bin vielleicht nicht so geschickt mit Schwert und Bogen, doch habe ich viele Freunde. Ja, Lehrensucher. Er hat viele Freunde, na gut. Könnte jetzt hier Arcane Explosion spielen. Allerdings, ja, wäre das, glaube ich, ein bisschen Verschwendung für einen. Und werde jetzt hier dann den Blutsumpf-Raptor spielen. Und mit meinem Murloc noch einmal angreifen. Könnte jetzt hier seinen Pandaren ja, besiegen quasi, würde mich aber selber auch töten oder ihn direkt angreifen. Da er keinen Schaden verursachen kann, macht er auch meiner Karte keinen Schaden. Drück jetzt hier auf Fertig. Ein einziger Schadenspunkt kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Ich zolle euch Respekt. Der ist ja ganz schön weise, der gute Cho. Ja. Drei Mana-Kristalle, Schlachtzugsleiter. Spielen wir den mal. Mach jetzt 4 Schaden mit meinem Raptor. Allerdings halte ich nur 2 Schaden aus. Und da er 2 Schaden hat, der gute Shallowpan-Mönch, würde ich meinen Raptor verlieren. Darum greife ich Cho einfach direkt an mit 4 Schaden. Und beende meine Runde. Es ist halt immer schwierig, ja, ob man jetzt die Karte zerstören sollte oder ob man jetzt ihn direkt angreifen sollte. Da muss man immer ein bisschen abwägen. Und ich fand einfach, dass 4 Schaden auf Cho besser sind, als jetzt mit 4 Schaden jemanden zu töten, der nur 2 HP hat. Da gehen dann quasi 2 Schaden ins Leere und das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir haben jetzt 4 Mana-Kristalle, können jetzt Arcane-Explosion und den Flusskrokolisk spielen. Oder den Schlachtzugsleiter. Arcane-Explosion fügt halt nur einen Schaden zu, das ist jetzt nicht so viel. Allerdings könnte ich den Krokolisken dann besiegen. Machen wir das einfach mal so. Spielen meinen Krokolisken und greifen hier noch an. Drück mal fertig. Mal sehen, ob das so eine kluge Entscheidung war. Vermächtnis des Kaisers, verleiht euren Dienern +2/+2. Gut. 5 Mana-Kristalle. Einmal 3 für den Schlachtzugsleiter, einmal 1 für den Murloc-Räuber. Ich könnte jetzt hier seinen Pandarenspeer töten oder ihn direkt angreifen. Ich greife ihn mal direkt an. Ich denke mal, er wird entweder mich direkt angreifen oder, ja, das dachte ich mir fast, meinen Schlachtzugsleiter angreifen. Hat jetzt mit dem einmal angegriffen, kann jetzt mit dem nicht mehr angreifen. Und mit den 2 ja auch nicht, weil er die erst gespielt hatte. Hab Arcane Intelligenz, zieh 2 Karten, machen wir.
Einmal der Oasenschnappkiefer. Kostet 4 Mana-Kristalle, kann ich jetzt nicht mehr spielen. Oder den Magma-Wüter mit 3 Mana-Kristallen. Den kann ich spielen, werde ich auch tun. Und zerstöre jetzt hier... wie machen wir das denn am besten? Machen wir das einmal so. Und einmal so. Mein Krokolisk ist noch am Leben mit einem HP. Das ist das, was ich gewollt habe. Oh, ihr seid ganz schön mächtig. Ich habe neue Freunde kennengelernt, die sowohl heilen als auch kämpfen können. Hat jemand den Arzt gerufen? Diener mit Kampfschrei haben einen Effekt, wenn sie ausgespielt werden. So wie hier mein Ingenieurslehrling. Sobald ich den spiele, ziehe ich eine Karte. Bekomme Nachtklinge. Kampfschrei fügt dem feindlichen Helden 3 Schaden zu. Oder ich könnte noch meine Schildkröte spielen. Aber ich werde, denke ich, die Nachtklinge spielen. Und werde noch mit meinem Krokolisken auch ihn direkt angreifen. Frust führt zu Wut. Wut führt zu Hass. Hass führt zu Bauchschmerzen. Krieg sollte immer das letzte Mittel sein. Ihr seid naiv, Lehrensucher. Hab jetzt 8 Mana-Kristalle. Kann somit noch beide Karten spielen, die ich auf der Hand habe. Werde jetzt hier mit meinem Feuerball ihn direkt angreifen. Mit meinem Lehrling seinen Magma-Wüter, denn der macht 5 Schaden. Das ist echt viel. Darum wollen wir den schnell loswerden. Und greife noch mit der Nachtklinge ihn direkt an. Er hat noch 3 HP, ich noch 27. Sieht also ganz gut für mich aus. Aber es ist ja auch nur das Tutorial, daher nicht wirklich schwer. Kann jetzt hier nochmal 2 Karten ziehen. Einmal Oger der Felsfäuste, jawohl. Und einmal den Feuerball nochmal. Spiel jetzt einfach hier den Oger und greife ihn mit meinen beiden Karten an. Und schon haben wir auch Cho besiegt. Bekommen als Belohnung die Karte Wolfsreiter. Hat Ansturm. Ansturm bedeutet, wir können direkt in der Runde, in der wir die Karte spielen, auch angreifen. Müssen jetzt hier König Mukler als nächstes herausfordern. König Mukler. Ihr versteht eine Karte nicht, bewegt den Mauszeiger darüber. Ja, das haben wir bereits auch selber herausgefunden. Ich bin zuerst dran. Kann wieder meinen Murloc-Räuber als erstes spielen. Erledigt ihn, solange er allein ist. Und beende die Runde. Durchgedrehte Affe. Kampfschrei. Wirft Bananen. Vielleicht einen befreundeten Diener +1/+1. Das ist ja nett von ihm. Hier die Ansturm. Der Diener ist sofort angriffsbereit. Kann jetzt hier noch die Banane spielen. Werde ich mal auf meinen Murloc-Räuber machen. Jetzt hat er 3 Angriff und 2 Leben. Und werde mal mit beiden einfach mal ihn direkt angreifen und die Runde beenden. Ihr verrückten Affen. Fasswurf verursacht 2 Schaden. Mehr habt ihr nicht drauf, Muggler. Nur Fässer.
Ja, was machen wir denn? Was machen wir denn? Wolfsreiter hat Ansturm. Kostet 3. Kann jetzt hier noch meinen... Mache ich erstmal den Flusskrokolisken und nochmal eine Banane auf meinen Murloc. Der hat jetzt 4-3. Greif mal ihn direkt an. Warten mal ab, was er macht. Fügt allen Feinden 2 Schaden zu. Okay, das Board ist wieder leer. Könnte jetzt ihn mit meinem Feuerball angreifen und ihm 6 Schaden verursachen. Oder zum Beispiel den Wolfsreiter spielen und den Voodoo-Doktor. Das mache ich einfach mal. Mit dem Voodoo-Doktor kann ich mich selber heilen oder einen Diener. Der Wolfsreiter hat natürlich Ansturm, deswegen kann ich mit ihm direkt noch angreifen. Und beende die Runde. Fasswurf verursacht 2 Schaden. Oha. Dass ich Mugler erledigen kann. Jetzt hat er den Silberrücken-Patriarchen gespielt, der mit Spott quasi dafür sorgt, dass ich zuerst die Karte mit Spott angreifen muss, bevor ich irgendetwas anderes angreifen kann. Also ich kann zum Beispiel keinen anderen Diener angreifen, kann auch nicht ihn direkt angreifen, außer mit bestimmten Fähigkeiten. Da geht das wohl. Hab jetzt hier 5 Mana-Kristalle. Ich glaube, wenn ich Feuerball spiele, kann ich ihn direkt angreifen. Ja, genau. Und wie mache ich denn das jetzt am besten? Ja, wenn ich mit beiden angreife, dann ist auch seine Spottkarte weg. Und er spielt die nächste Sportkarte. Ach je. Stampfen fügt allen Feinden 2 Schaden zu. Kann jetzt hier Wolfsreiter und Schlachtzugsleiter spielen. Hab dann 4 Schaden und 1 HP, dann würde die Karte sterben. Machen wir das so. Habt ihr das gehört? Was zum... Wow. Ich brauche einen Diener, um diesen riesen Gorilla zu verspotten. Kostet 6 Mana, macht 10 Schaden und hat 10 Leben. Das ist wahnsinnig viel. Ich habe jetzt hier aber selber eine Karte mit Spott bekommen. Kann jetzt hier noch meinen Ingenieurslehrling spielen. Ziehe dadurch noch eine Karte. Hab noch eine Spottkarte. Könnte die ebenfalls spielen. Mache ich auch direkt. Und greife ihn noch an mit meinem Schlachtzugsleiter. Beende die Runde. Das bedeutet, er kann jetzt ja nur einmal angreifen und tötet natürlich meinen Spott. Muss er ja. Stellt 8 Leben wieder her. Keine Intelligenz. Keine Explosion und Blutsumpfraptor. Die kann ich beide noch spielen. Und kann jetzt 6 Schaden noch verursachen. Ich hätte natürlich auch mit allen dreien den Muklas großen Bruder angreifen können, wäre dann aber mit all meinen dreien Dienern gestorben. Und da ich aber noch einen Spott liegen habe, muss er sowieso den Spott angreifen. Kann daher nur den Spott zerstören. Und ich habe
noch mehr Schaden dann, den ich ihm zufügen kann. Habe jetzt hier wieder eine Spottkarte. Und kann ihm noch 8 Schaden zufügen. Jetzt hat er nur noch 1 HP. Das bedeutet, nächste Runde sollte ich eigentlich gewonnen haben. Hab hier nochmal eine Spottkarte. Und besiege auch den König Muggler. Ein erneuter Sieg für Jaina Proudmoore. Als Belohnung bekommen wir Verwandlung. Verwandelt einen Diener in ein Schaf, der dann nur noch einen Angriff und ein Leben hat. Ist natürlich ziemlich stark, wenn ich jetzt die Karte gehabt hätte, um sein Mucklers Bruder hätte spielen können, dann hätte der nur noch ein Leben und einen Angriff. Dann wäre der auch leichter gewesen. Wir haben jetzt hier Hammett Nessingwerry als nächsten Gegner. Jaina, gegen wer kennt die nicht? Ja, wer kennt die nicht? Den guten Hammett Nessingwerry. Vernichtet seine Diener, bevor sie euch überwältigen. Oh, ihr seid aber hübsch. Passt auf, was ihr sagt. Bitte? Keiner spricht so mit dem alten Hammett. Der alte Hammett. Ich bin zuerst dran. Aber ich erhalte eine zusätzliche Karte. Oh gut, denn ihr werdet es brauchen. Ja, die Karten sehen nochmal gar nicht so schlecht aus. Das hier erinnert mich an die Zeit, als ich den gewaltigen Tiger Bangalash jagte. Der Tiger Bangalash. Spiele. Das hänge ich mir an die Wand. Den Steinhauer-Eber, der mit Ansturm ausgestattet ist. Das heißt, ich könnte jetzt hier seine Karte zerstören. Oder ihn direkt angreifen. Werde jetzt aber mich dafür entscheiden, seine Karte zu zerstören. Zerstöre zwar meine auch, aber gut. Gegen Diener zu kämpfen. Aber Hammett hier, der kämpft seine eigenen Schlachten. Oha, Schrotladung. Heldenfähigkeit verursacht 1 Schaden. Kostet 2 Mana. Oh, jetzt bekomme ich auch eine Fähigkeit, eine Heldenfähigkeit. Feuerschlag. Kostet auch 2 Mana, verursacht auch 1 Schaden. Kann ich einmal pro Runde einsetzen. Na gut. Klingt ja schon mal vielversprechend. Kann auch keine andere Karte spielen, das heißt, ich mache das direkt mal auf den guten Hammett. Der Hammett. Und er schießt wieder direkt auf mich. Und spielt nochmal einen wahnsinnigen Jäger. Hab jetzt hier einen Wolfsreiter mit Ansturm. Oder einen Fußsoldaten mit Spott. Werd jetzt hier den Fußsoldaten spielen und einen Schaden an Hammett verursachen. Habt ihr mein Buch Die grünen Hügel des Schlingendorntals gelesen? Nehmt das! Ja, er bezieht sich natürlich auf seine Quest im Schlingendorntal, bei dem man Bücher sammeln musste, glaube ich. Und ja, ist natürlich ganz witzig zu sehen hier im Spiel, die ganzen Anspielungen auf WoW. Neben den Figuren natürlich. 4 Mana-Kristalle, was machen wir nun? Was machen wir nun? Ich könnte jetzt seinen Schlachtzugsleiter in ein Schaf verwandeln. Lohnt sich aber nicht, da er ja auch nur 2-2 hat. Spiele mal einmal eine Ansturmkarte und noch eine Ansturmkarte. Werde jetzt ihn direkt angreifen. Vielleicht sollte ich mich wieder meinen Büchern widmen. Was ihr wolle.
Da hat er den Frostwolf Grunzer mit Spott gespielt. Der natürlich plus einen Schaden bekommt durch seinen Schlachtzugsleiter. Aber jetzt hier Arkane Explosion kann ich eigentlich mal spielen. Hab dann noch drei über. Ja, das, so machen wir das. Und spielen selber einen Schlachtzugleiter. Gut, das war vielleicht nicht ganz so ideal. Ich könnte jetzt den Spott angreifen. Würde meine eigene Karte töten und ihn töten. Oder ich könnte die Runde einfach beenden und hoffen, dass er die Karte dann nicht angreift. Denn ich muss ja den Spott angreifen. So machen wir's. Verneigt euch vor meinem riesigen Morastwesen! Ich muss einen Weg finden, das Ding zu neutralisieren. Genau, jetzt hat er nämlich meinen Schlachtzugsleiter angegriffen, was ich nämlich gehofft habe. Das bedeutet, mein Wolfsreiter ist noch am Leben mit 3 Schaden. Werde jetzt mal, so wie es das Spiel gerade von mir möchte, diesen Moorkrabbler in ein Schaf verwandeln. Und mit meiner Heldenfähigkeit das Schaf töten und kann jetzt in Ruhe mit meinem Wolfsreiter Hamlet Nessingberry angreifen. Ihr seht also, das Spiel hat schon was. Also man muss schon ein bisschen nachdenken, bevor man seine Züge macht. Könnt ihr jetzt hier erneut die Strategie spielen? Mache ich jetzt auch einfach mal. Könnt ihr jetzt hier den Flusskrokolisk spielen oder das Schaf mit meiner Heldenfähigkeit töten? Ich werde mal den Flusskrokolisken spielen. Denn das Schaf bleibt ein Schaf, also es verwandelt sich nicht wieder zurück oder so. Deswegen brauche ich mir darum jetzt keine große Sorgen machen. Oha, jetzt spielt er aber. Was haben wir denn da? Jägerin der Klingenhauer. Die einen Eber beschwört, sobald sie gespielt wird. Muss jetzt hier nochmal ein bisschen überlegen. Ich kann jetzt beide Spottkarten spielen. Oder einmal die Nachtklinge und einmal angreifen. Ich entscheide mich mal für beide Spottkarten. Und warte mal ab, was der gute Hammett macht. Arkaner Schuss. Ja, so wird er auch seine Karten los, indem er meine Spottkarten angreift. Ist natürlich sehr nett. So, jetzt haben wir hier die Nachtklinge mit 5. Blutsumpfraptor mit 2. Und kann jetzt hier noch meiner Heldenfähigkeit seinen Spott kaputt machen. Nein, doch nicht. Ah, ich habe mich verzählt. Das ist doof jetzt. Aber gut. Das hätte ich besser machen können. Aber es sieht ja gar nicht so schlecht aus für mich. Arkane Intelligenz. Ah, perfekt. So. Kann jetzt hier den Flusskrokolisken spielen. Kann jetzt hier den Feuerball spielen und direkt den Hamlet Nessingberry angreifen. Dann kann ich noch seinen Spott kaputt machen und schlussendlich Nachtklinge dazu benutzen, um Hamlet zu töten. Die Runde war schon ein wenig schwieriger, finde ich.
Und bekomme als Belohnung irre Raketenschützen mit Ansturm, kostet 6 Mana-Punkte, macht aber auch 5 Schaden, hält aber nur 2 Schaden aus. Das ist das Ende eurer Safari, Nessingberry. Oha, Illidan Sturmgrimm als letztes. Mal gucken, ob wir den auch besiegen können. Dieser Kampf ist wirklich total unfair, schiebt die Schuld einfach auf die fürchterlichen Spieldesigner. Ja, das ihr wisst nicht, was euch erwartet. Machen wir ja gern. Ich habe 5 Missionen durchgespielt. Oh je, diese Unterhaltung. Myrmidone der Nager. Ich habe keine Karten, die ein Mana kosten. Das wird ein Spaß. Ja, ich kann jetzt keine Karte spielen, muss also die Runde beenden. Und darauf warten, dass ich 2 Mana-Punkte, beziehungsweise dann. Ja, 2. Kann ich meine nächste Karte spielen. Hat mich jetzt mit seiner Waffe angegriffen. Kriegsglaive von Azinoth. Macht 2 Schaden. Und kann 2-mal verwendet werden. Bevor sie... ja, kaputt geht quasi. Und hier kann man nicht einfach mal zum Vendor gehen und die wieder reparieren lassen. Ja, spiele jetzt auch meinen Flusskrokulisten. Und warte ab, was Illidan tut. Flammenexplosion. Jo, bitte. Verschießt 5 Geschosse auf zufällige Feinde, die jeweils 1 Schaden verursachen. Jetzt hat er mir aber ganz schön Schaden verursacht schon. Holla die Waldfee. Spiele jetzt hier mal den Wolfsreiter. Greife Illidan sofort an. Und er zieht die nächste Kriegsglaive von Azinoth. Das sieht mal gar nicht so gut aus gerade. Seine Heldenfähigkeit, sie ist so mächtig. Ihr wisst nicht, was Macht bedeutet. Ja, was spielen wir? Wir können einmal den Fußsoldaten spielen, einmal den Voodoo-Doktor und Jaina heilen und noch einen Diener zerstören. Perfekt. Und da kommt er mit dem Feuerball und versucht 6 Schaden an mir. Besiegt noch meine Spottkarte. Und macht mir natürlich meinen Voodoo-Doktor auch noch kaputt. Warum auch nicht? Jetzt könnte ich Nachtklinge spielen oder einen Spott. Werde mal Nachtklinge spielen. Und hoffen, dass er die jetzt nicht sofort wieder kaputt macht. Jetzt hat er die Doppelkriegsgläven. Macht also 4 Schaden. Und tötet natürlich meine Karte. Oder meinen Diener, besser gesagt. Ich könnte jetzt ihre Raketenschützen spielen. Oder einen Spott und ihn mit Feuerschlag angreifen. Das werde ich jetzt so einfach mal machen. Für Nasjata.
von euch wird je Hand an mich legen. Dunkelschuppenheilerin stellt bei allen befreundeten Charakteren 2 Leben wieder her. Ja, gut, dass er die gespielt hat und keinerlei Diener auf dem Brett lagen von ihm. Haben jetzt hier meinen dicken Oger. Aber ich weiß nicht so recht, ob ich den spielen sollte. Werde jetzt auf jeden Fall erstmal Arkane Explosion spielen. Um die 2 Diener zu besiegen. Kann jetzt nochmal... ich spiele lieber den Magma-Wüter und greife hier nochmal die an. Kann jetzt hier... Oh, ich soll mich auf Illidan konzentrieren. War das jetzt ein Fehler? Na gut, sehen wir ja gleich. Ja, das ist, ja. Ich hoffe, dass euch meine Erfindung gefällt. Dann werden wir mal noch Ansturm spielen. Wir können somit erstmal 10 Schaden auf Illidan machen. Und hoffen, dass wir damit auch Erfolg haben und gleich gewinnen werden. Oha, jetzt hat er ganz schön viele Diener auf dem Brett liegen. Aber er hat keinen Spott. Das bedeutet, ich kann ihn jetzt besiegen. Na, Gott sei Dank. Da habe ich Glück gehabt. Hätte er nämlich einen Spott gehabt, hätte das ganz anders ausgehen können. Aber so haben wir gewonnen. Ich kann's kaum glauben. Ihr und euer Magierdeck seid einfach unschlagbar. Und bekomme arkane Geschosse als Belohnung. Ihr könnt neue Helden im Modus Üben freischalten. Ja, das war jetzt das Tutorial. An dieser Stelle will ich auf jeden Fall erstmal Schluss machen und bedanke mich bei euch fürs Zusehen und werde natürlich weitere Videos veröffentlichen. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer guten Loot.